Hallo Jäger, ja, Bockjagd zur Blattzeit. Ich bin jetzt gerade hier bei Matthias im Revier in Thüringen angekommen und gehe heute direkt auf eine Kanzel. Matthias hat mir eine vielversprechende Stelle zugewiesen. Dann mache ich mich mal fertig. Ich werde heute noch mal mit der 6.5 Creedmoor jagen. Natürlich mit Schalldämpfer. Und ich muss sagen, mittlerweile, ich schieße nur noch mit Schalldämpfer. Ich sehe da persönlich nur Vorteile drin. Klar, man muss die Waffe jedes Mal sauber machen nach dem Schießen, aber das mache ich sowieso, damit da eben keine Rückstände im Lauf bleiben. Naja. So, und ich habe hier selbst geladen, entspannt. Jetzt ist unterladen. Das ist okay, so kann ich los. Natürlich habe ich einen Hörschutz dabei, auch wenn ich hier mit Schalldämpfer schieße. Das ist so ziemlich hier der einfachste Blatt oder am einfachsten zu bedienen. Und dann habe ich hier auch noch einen anderen. Also ich bin gut ausgestattet. An der Ausrüstung kann es nicht liegen, wenn es nicht klappt. Es ist ein perfekter Bockjagdabend. Leise, leise. Hier auf der Kanzel angekommen und allererste durchladen. Und sichern. So, Waffe ist fertig und Munition ist auch genug da. Jetzt lege ich mir noch ein Brett hin. Und wenn man so ein Brett hier in der Kanzel, wo man dann den hinteren Arm beim Schießen auflegen kann, sollte man das unbedingt machen, weil genau oder gerade der Arm gibt natürlich hier Stabilität beim Schießen und man kann einen super präzisen Schuss anbringen. Ich habe dann immer so einen kleinen Schießsack dabei. Ja. Hier ist zwar auch die Auflage relativ weich, aber so ein Schießsack ist natürlich optimal. Ja, das ist super gut so. Also hiermit kann ich schießen auf jede Entfernung, wenn es sein muss. Perfekt. Bockjagd, zweiter Teil heute. Ich gehe jetzt heute mal in eine Kanzel. Wir haben morgens und das Wetter hat ein bisschen gewechselt. Es regnet jetzt, aber das muss nicht schlecht sein. Hier ist eine richtig gute Stelle, im Herzen vom Revier, also mittendrin, dichter Wald. Und ja, da unten ist eine Kanzel und auch eine Salzlecke. Schauen wir mal, ob hier heute was geht. Zu regnen. Langsam hier hoch. Die Stelle hier im Wald ist absolut perfekt. Kleines Tal, Hang, links, rechts, Wald. Alles dicht bewachsen. Jetzt regnet es leider ein bisschen mehr, aber das muss ja nicht schlecht sein. Okay, ich sitze lange genug und jetzt mache ich mir erstmal die erste Blatter-Serie. Jetzt habe ich hier einen Bock angeblattet. Der kam hier genau gerade auf die ganze Sonne. Ich habe die Kamera eingestellt und wollte die Waffe nehmen, aber dann war der schon unter der Kanzel durch. Und ja, jetzt haben die irgendwie Wind von mir gekriegt und sind laut bölkend abgedampft da oben. Oh Mann, ey. Scheiße, das war meine Chance. Ja, das war es erstmal wieder hier. Bock an Sitz. Ich war wirklich haarscharf dran, aber irgendwie ging es zu schnell. Ich wollte das natürlich filmen hier mit Kamera
Und der Bock, der kam direkt auf die Kanzel zu. Und ja, bis ich die Kamera dann eingestellt hatte, war der so nah. Und dann wollte ich langsam das Gewehr hochnehmen. Aber dann sprang der auch schon ab, weil das andere Reh, das hat irgendwie Wind gekriegt oder hat auf jeden Fall irgendwie den Betrug bemerkt von mir. Und ist dann halt schreckend abgesprungen. Der ist dann halt direkt hinterher. Ne? Also ja, das war knapp, spannend. Und es geht nachher weiter. Also der Tag ist noch lange nicht vorbei. Der Einstandbock ist genau hier drin, nicht weit weg. Ist ein bisschen super, ist relativ feucht, jetzt gerade in der Trockenheit. Ja. Wenn man sich reinstellt. Überhängende Äste, kann man eigentlich ganz gut mit Falsch hören. Was sehen. Warum? Ich sag, das Gewitter, mächtiges Gewitter ist gleich. Ja, gefährlicher Abbruch. Wetter fliegt um, Gewitter. Langsam wird es ziemlich heiß, sag ich mal. Wir haben ein paar Meter bis zum Auto. Wir hoffen, dass wir es packen, um nachts zu gehen. Und nach dem Regen geht es auf jeden Fall weiter. Ne? Ist ja immer nicht verkehrt. Kurze Abkühlung. In der Regel starten dann die Böcke richtig durch. Rebel tritt aus dem Wald raus. Das Weibliche zumindest. Und die Böcke, denke ich mal, ziehen hinterher. Und ja, im Moment ist halt das Problem, dass die Böcke noch recht nah bei den Regen stehen. Also sprich, sie haben ihre Partner noch. Die suchen noch nicht richtig. Aber ich denke mal, der ein oder andere Jährling mit Sicherheit wird seine Chance nutzen und auf Platten einsteigen nachher. Ja, wir gucken. Okay. Bleiben dran auf jeden Fall. Das geben wir nicht auf. Jetzt hat es angefangen zu regnen. Aber richtig, Gewitter. Jetzt machen wir erstmal Planänderung, Ansitz. Halbe Stunde hört der Regen auf. Auch mal ganz gut. Hier weiß ich, dass noch richtig guter Bock läuft. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja. Was. Das ist weiblich. Jetzt kommt direkt raus. Ist der Bock nicht weit weg? Ja. Das ist der Recke. Ja. Das ist Gesäuge. Stopp. Da hinten vor der Hecke schon was. Das ist weit. Ja, und? Ach du Scheiße.
Essen. Einmal frei. Ja. So sieht erfolgreiche Yacht aus, ne? Ja, Matthias, jetzt haben wir gar nicht mehr mit gerechnet, dass der Regen noch aufhört. Nummer eins, ja. Und vor allen Dingen, dass bei Regen, also eigentlich habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass wenn es regnet, dass die Bürger nicht so aufs Platten springen. Hatten bei dem auch gemerkt, er wollte erst nicht so richtig, aber dann ging es doch, ne? Also er hat wieder gedreht, kam wieder zurück und ja, hat super gepasst, ne? Hat sich nochmal schön breitgestellt, fliegen lassen. 6,5 Gridmore wieder zugeschlagen, das übliche Bild. Schuss hin. Entweder überschlagen sie sich rückwärts oder schlagen nochmal hinten aus, je nachdem, wo der Treffer ist. Geringe Fluchtstrecke eigentlich und Feierabend. Ne? Also, so muss sein. So muss sein. Mal gucken, wo liegt. Weit ist es nicht. Alter. Boah. Oh. Oh, geil. Oder abnorm. Alter, zieh dir mal die Vordersprosse rein. Ist das ein Bock? Das ist ein Bock, ja. Alter Schwede. Alter Schwede. Alter Gott. Oh, nicht schlecht.
Nicht schlecht, Frau. Hier, abgebrochen. Oben. Den vergisst man so schnell nicht. Den vergisst man so schnell nicht. Weidmannsheim, Matthias. Weidmannsdank. Oh. Bleibt mir ein bisschen Spucke weg. Bleibt mir gerade ein bisschen Spucke weg. Er ist nicht sehr alt. Vierjährig schätze ich, 4 bis 5. Aber dürfte mit der beste Bock sein in dem Revier bis jetzt. Schuss in den Blatt. So, hier mal letzte Bissen. Ich denke mal, das hat er auf jeden Fall verdient. Boah. Kannst du nur nicht glauben. So mächtig sah ich gar nicht aus. Das ist Alter, hat man ja gleich gesehen, ne? Vom Träger her, von der Statur. Ja. Und auch nicht gleich aufs Platten gesprungen. So, also er wusste schon, worum es sich handelt. Oder hat es geahnt. Richtig guter Bock zur Blattzeit hier. Bei. Also. Geil. Nee, das war schon Sache für sich, ne? Also, ja. Auf jeden Fall ein Erlebnis. Blattzeit fängt richtig gut an für uns. Muss man wirklich sagen, ne? Also die fängt gerade erst an, oder was, für uns? Auf jeden Fall. Ich bin der erste Tag los heute, ne? Und vor allen Dingen war, wie wir es vorhin gesagt hatten, ne? 3 Stationen angefahren und beim 3. Mal hat es dann wirklich geklappt. Ne? Ja. War eine gute, dass es geregnet hat, sonst wären wir wahrscheinlich auf den Ansitz gegangen, sonst wären wir wahrscheinlich Pirschen gegangen. Ja, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne?